Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. Unsere Lok kämpft. Sie ist ja gerade bei 14 Stundenkilometer. Wir können die auch mal umbenennen. Ist dann der Zug 2001. Eieiei, da hat wirklich ganz schön zu kämpfen. Ah ne, wir haben das nicht Zug genannt, wir haben das ETC genannt, ne? Lass mal hier wieder drauf. Zack und zack. ETC. Ich ETS und ETC. Für Esmeralda Transport Company. Das habe ich mir jetzt mal so überlegt. Weil hier, ob es klappt. Ist wieder weggeklickt, ne? Muss mal hier unten hin. 11 Stundenkilometer. Wie weit haben wir es denn noch? Und hier über die Weiche. Also nicht über die Weiche, ja. Wir können ja mal hier schauen, wie viele Sachen hier sind. Also wie viel ankommen. Da fährt er gerade drüber. Jetzt wird er wieder etwas schneller. Kann er mal mitnehmen. 24 stehen schon an, also die Hälfte. Er kann, glaube ich, 45 fahren. Das ist die Höchstgeschwindigkeit von ihm. Aber es schaut eigentlich ganz nett aus, ne? Ich sehe es schon wieder. Steam hat gerade schon wieder hier Updates eingereiht. Mal sehen, wie das wird. Nicht, dass es gleich wieder anfängt mit Rockeln. Na, jetzt nimmt er doch langsam Fahrt auf. Da geht es dann in die andere Richtung auch ein bisschen schneller. Ein schöner Zug. Wirklich schöner Zug. Da sitzt auch noch der Zugführer. Sitzt da vorne, oder steht vorne noch. Und das Horn blasen, beziehungsweise zieht die Leine dafür. Kann man da noch näher ran? Nee. Aber man kann ranzoomen. Man sieht. Sieht das langsam. Und man sieht auf dem Bahnhofsdisplay, dass schon über 30 Leute warten und dass das schön fleißig gebaut wird am Bahnhof. Die ersten Passagiere. Hier in Suhrburg. Zack. 36. Und jetzt gucken wir mal auf den Tick. Und der Tick von der Eisenbahn. Immer noch 12 Minuten. Die andere macht 900.000 plus. Das ist gut. Aber ich möchte gerne ein stabiles Plus haben, wenn ich das Geld wieder zurückzahle. Sonst rutschen wir wieder ins Minus und das hat dann nichts gebracht. Ja, das haben sie. Guck mal, hier ist noch ein kleiner Grafikfehler. Der Rauch der Schornsteine der Stadt, der ist im Overlay weiter oben wie der Rauch von der Lok. Weil er wahrscheinlich heller ist. Wir sind mit der Industrie, da ist er dunkler, aber ist trotzdem
weiter höher im Overlay. Mir ist es auch noch nicht passiert, dass die bei Trainfeel war das ja so, wenn die Lok so einen hohen Tick hatte, so eine hohe Frequenz, wie es jetzt heißt, da sind die Leute immer unterwegs aus dem Zug gesprungen. Zwar nicht animiert, aber die Anzahl hat sich hier jetzt verändert. Ist kleiner geworden auf jeden Fall. Was ich jetzt von Transport Fever eigentlich nicht so gesehen habe. Ich habe ja eine Zweitbild, die ich offscreen spiele. Und da musste ich ja irgendeinen Mod aktivieren, weil ich die ganzen Errungenschaften nicht aufschlüsseln wollte. Ist das sonst Mist? Aber ich bin erfreut, dass das jetzt hier so gut klappt. Und es warten schon wieder 8 Leute, also eigentlich klappt das ja recht gut. Und wenn der gleich wieder über die Kuppe fährt, müssen wir dann ja bald unten sein. Müssen das eigentlich noch am Ende der Folge? Schaffen wir das in 4 Minuten, dann wieder am Bahnhof zu sein? Im Bahnhof Alfhausen? Müssten wir eigentlich schaffen. Weil der nimmt jetzt auch wieder Fahrt auf. Das können wir ja auflassen. Das machen wir mal zu. Können wir so machen. Das sehen wir das Ziel. Wie es sich nähert. Nächster Halt Alfhausen. Wird diese Folge wahrscheinlich heißen. Muss ich mir mal notieren. Jetzt haben wir ja gerade Zeit. Jetzt kann ich mir mal Notizen machen. Ist der Zettel erst frei, ne? Jetzt kann ich mir ein paar Notizen machen. Und zwar die 10. Folge. Und da kann ich mal hier nächster Halt Alfhausen. Zack, habe ich mir mal so schnell aufgeschrieben. Zack, zack. Na, na, na. Oh, das macht nur Soundspur, wenn ich hier mit meinem Stift einfach mal so knacke. Das mag der gar nicht, mein Mikro. Da schlägt das aus. Aber es schaut auch gut aus. Gehen wir auf die andere Seite. Wie mit der See. Das schaut richtig schön aus, oder? Dann mache ich noch kurz das Follow. So. So mit der See. Zack. Und geh weg. Genau, noch ein Follow. Dann klicken wir den Zug nochmal an. Also laut den Passagieranzeigen ist das wirklich entfernt worden. Finde ich super. Weil im wirklichen Leben springt ja auch niemand aus dem Zug, ne? Die sind eben nur genervt. Aber es würde sich ja dann daraus widerspiegeln, dass man weniger Geld bekommt. Aber das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. So, wenn er bremst, muss er wahrscheinlich ein bisschen mehr. Zuckelt ein bisschen, ne? Hier vorne wahrscheinlich auch nochmal. Großer Huckel. Ja, 40 Sekunden haben wir noch. Also, das schaffen wir auf jeden Fall. Hier sind die großen Postkutschen, warte mal. Hier, stopp. Rosa Postkutschen. Muss auf jeden Fall auf dem Foto drauf, ja. Zack, rosa Postkutschen. Und zack. Das ist doch mal ein Highlight hier. Das ist auf jeden Fall ein Highlight jetzt gewesen. Mhm.
Und weiter geht's. Oh, die fahren aufs selbe Gleis. Oh, das ist interessant. Und jetzt fährt er wieder rüber. Was hat das für einen Sinn gehabt? Na egal. Ich glaube, ich muss ja noch ein paar Weichen hinstellen. Oh ja, warten ja einige. 30 Mann nach Sobrock. 30 Mann. 207. Das ist doch schön. Läuft langsam an. 30 sind drin. Na fein. Gefällt mir. Wir gehen mal hier hoch, ganz schnell. So sieht die Strecke aus. Zack, zack, zack. Und hier wurden auch schon wieder 36. Da tun wir in der nächsten Folge ein Ausweichgleis anbauen. Wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.